Dermatologie am Dom. Von meinem ganz lieben Freund Dr. Med. Hans-Ulrich Vogt. Ein wirklich ganz großer Künstler, was die Ästhetik betrifft, ne? Und zwar für Mann und Frau. Wir schauen uns jetzt mal die gesamte Praxis an. Natürlich wird hier operiert, hier gibt es mehrere Operationssäle. Er hat auch noch eine große Dependance hier gleich ums Eck. Da gibt es noch mehr Operationssäle. Die sind natürlich alle mit einem Sternchen versehen worden hier, wirklich von der Gesundheitsbehörde und von allem, weil hier wirklich, es ist tipptopp. Also ganz toll, schaut mal. Natürlich wird hier aufgespritzt, Hyaluron, Botox, alle wunderbaren Filler, die es überhaupt so gibt. Da ist er wirklich ein ganz toller Profi, hat auch eigene Methoden entwickelt und ist auch internationaler Trainer, was wirklich interessant ist, für Fadenlifting. Und das macht er zum Beispiel im Gesicht, an den Oberarmen, aber eben auch im Bauchbereich oder an den Oberschenkeln. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Jetzt sag doch mal das Fadenlifting. Also ich kenne sie ja wirklich nur fürs Gesicht, aber du machst ja Oberarme, Bauch, Oberschenkel. Wie geht das? Also es geht ja darum, die Haut zu straffen, wieder in die Position zurückzubringen, wo sie vor Einfluss der Schwerkraft sozusagen mal war. Und das geht natürlich in allen Regionen, die herunterhängen sozusagen. Am besten geht es natürlich im Gesicht und Hals, weil die Haut da relativ dünn ist. Aber es geht auch in anderen Regionen, zum Beispiel am Bauch, wenn jemand nach einer Schwangerschaft erschlaffte Haut hat, kann man das wieder repositionieren sozusagen. An den Armen geht es auch. Allerdings meistens in Kombination mit anderen Methoden. Mit welchen Methoden? Zum Beispiel mit Hautstraffungsverfahren durch Wärme, durch Hitze oder durch Fettentfernungsverfahren, weil meistens ist noch Fett im Spiel, sowohl an den Oberarmen als auch am Bauch. Eventuell natürlich auch mit kleinen operativen Maßnahmen, weil die Haut doch zum Beispiel am Bauch relativ schwer ist, auch an den Armen, und das mit den Fäden allein oft nicht genügend hält. Und die lösen sich aber nicht auf, sondern die bleiben stabil? Doch, die lösen sich schon auf, allerdings erst nach einer gewissen Zeit, meistens so nach 1 bis 2 Jahren. Und derzeit halten die das Gewebe schon nach oben. Und das ist ja minimalinvasiv, oder? Also ja. Du gehst mit, wie muss man sich das vorstellen? Wie geht das vor sich? Also die Fäden werden, das sind ja Fäden, die Widerstandsgeber haben, entweder in Form von Widerhäkchen oder in Form von kleinen Cones, die sehen aus wie kleine Eistütchen. Ja. Die verhaken sich im Gewebe und dann werden die angezogen und damit bewegt man das Gewebe nach oben und das bleibt dann in dieser Position. Und wie viele Fäden brauchst du da so für den Bauch zum Beispiel? Also für den Bauch braucht man schon mehr Fäden, in der Regel 4 bis 6. Meistens macht man es also entgegen der Schwerkraft, also so sternförmig nach oben und dann wird das Gewebe so nach oben gezogen. Und man sieht es nicht? Man sieht es ein paar Tage schon, es gibt so gewisse Einziehungen, aber das gleicht sich aus innerhalb von einer Woche. Und dann ist das in der Regel nicht mehr sichtbar. Und ist schmerzfrei? Es ist schmerzfrei, es wird betäubt, ja. Man spürt das nicht. Kosten vielleicht noch? Ungefähr? Das kommt darauf an, welche Fäden man verwendet. Also die Fäden kosten zwischen 100 und 300 Euro pro Faden plus Mehrwertsteuer. Und je nach Anzahl der Fäden ist dann der Gesamtpreis. Und warum macht man eher ein Fadenlifting als zum Beispiel eine Hautstraffung, also wenn man eh schon dabei ist? Zwei Gründe. Erstens mal ein operativer Eingriff. Ja? Mhm. Das heißt mit allen möglichen Komplikationen, Infektionen, Blutung und so weiter, Narkose. Und das Wesentliche ist, die Operation hinterlässt Narben. Und das wollen viele Patienten nicht. Sowohl im Gesicht als auch am Hals, auch als am Bauch oder an den Armen. Es bleibt halt immer eine Narbe. Und das ist beim Fadenlifting nicht der Fall. Aber es ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, das Fadenlifting ersetzt natürlich nicht die Operation, sondern das ist nur für die Fälle geeignet, wo der Hautüberschuss noch nicht zu ausgeprägt ist. Wenn die Haut mal richtig stark runterhängt, dann hilft nur die operative Entfernung. Und auf dem Stuhl, auf dem ich jetzt sitze, da sind schon einige Promis gesessen. Ich darf jetzt leider den Namen nicht sagen. So ist es doch immer. Keiner möchte es gewesen sein am Schluss. Was aber auch ganz toll ist, was hier gemacht wird und wo Theresa ein Leben lang schon drunter leidet. Abstehende Ohren. Und die werden angelegt, ohne dass ein Schnitt dabei passiert. Ohren anlegen, ist das tatsächlich so ein Thema? Haben so viele Menschen abstehende Ohren und du machst es ohne Schnitt, haben wir gehört. Ja, also man schätzt 5 Millionen Menschen in Deutschland haben das Problem. Und bisher gab es ja nur die Möglichkeit, das operativ zu richten. Da gab es verschiedene Methoden, entweder dass man den Knorpel eingeschnitten hat oder dass man mit Nähten das hinten zusammengenäht hat, was gewisse Vorteile, gewisse Nachteile hat. Nachteil ist der, dass es in Vollnarkose in der Klinik in der Regel gemacht werden muss und dann hinterher
doch relativ große Beschwerden erstmal entstehen für mehrere Wochen und es doch ein relativ großer Eingriff ist, der auch seine Komplikationsmöglichkeiten hat. Und da gibt es halt heute eine neue minimalinvasive Möglichkeiten. Tatsächlich, aber das Ergebnis ist tatsächlich dann so, dass das Ohr anliegt. Ja, es geht nicht in allen Fällen, man muss bestimmte Fälle auswählen, aber in den Fällen, wo die Gegenleiste hier am Ohr zu gering ausgebildet ist, und das ist bei 75% der Fälle von abstehenden Ohren, funktioniert das sehr gut. Es funktioniert so, dass ein elastischer, dauerhaft stabiler Goldclip, ein kleiner Goldclip, in örtlicher Betäubung in das Ohr unter die Haut reingeschoben wird, auf den Knorpel, der gebogen werden soll. Und dieser kleine Clip, der biegt das Ohr dauerhaft nach hinten. Und das bleibt lebenslänglich drin und hält das Ohr nach hinten. Und man stößt es auch nicht ab? Also da gibt's. Nein, das ist eine Goldlegierung, die ähnlich wie Goldfüllungen bei Zähnen lebenslänglich gut verträglich im Gewebe drin bleibt und das Ohr also dauerhaft stabilisiert. Die hast du nicht erfunden, die Methode, sondern die existiert oder ist es deine? Das hat ein Inder in London erfunden, der das auch weltweit verbreitet hat. Ja. Und diese Methode hat sich etabliert mittlerweile und ist eine sehr gute Alternative zur konventionellen operativen Methode. Und hier wird jetzt operiert. Einer von vier OPs, die es hier gibt. Ne? Dazwischen gibt es natürlich Räume, wo man sich dann wunderbar umkleiden kann und so weiter und so fort. Und mein ganz persönlicher Uli ist auch immer ganz, ganz, ganz lieb zu seinen Patienten und keiner hat hier Angst vor irgendwas. Was wird gemacht? Hier zum Beispiel Fettabsaugung. Fettabsaugung oder ein ganz großes Highlight. Die Mundwinkel werden nach oben gerichtet, sodass man immer einen wunderbar schönen, ausgeglichenen, leicht lächelnden Mund hat und das eben nicht so runterhängt. Da hat er eine eigene Methode dazu entwickelt und die ist wirklich sagenhaft. Aber es geht ja manchmal nicht nur um Schönheit und um Ästhetik, sondern es geht tatsächlich um wirkliche Krankheiten hier, denn er ist ja schließlich ein ganz renommierter Hautarzt. Und es gibt, ihr wisst es alle, den weißen und den schwarzen Hautkrebs und dagegen muss man etwas tun und man muss vor allem vorbeugen. Gerade an solchen Tagen wie heute, wo endlich dieser Frühling passiert in unser aller Leben und es wieder 20 Grad hat draußen, denkt man oftmals gar nicht an Sonnenschutz. Also schützt euch, er hat ganz tolle Vorbeugemaßnahmen auch und hat da ganze Litaneien geschrieben schon dazu, was man alles machen soll. Und wirklich zweimal im Jahr zum Hautkrebs-Screening gehen. Wir waren ja hier auf dieser wunderbaren Eröffnungsparty. Mensch, ganz München, die ganze Welt war eigentlich da. Ne? Wir haben ja ganz tolle Interviews hier auch geführt. Und da kam eben eine Frau auf mich zu und war so voller Glück, wirklich, und so glückselig. Sie hatte nämlich Hautkrebs und den hatte sie ganz extrem im Gesicht und da ist er wirklich ein ganz großer Künstler auch mit seiner Hautlappenplastik und hat ihr das gesamte Gesicht gerichtet. Man hat nichts gesehen und dabei waren ganz große Teile davon befallen und er musste das praktisch verschieben, wie er das genau macht. Das wird er uns nochmal in einem Interview dann erklären, aber der hat da das Leben mehr oder weniger gerettet. Also passt auf eure Haut. Jetzt nochmal zum Hautkrebs. Das ist ja wirklich ein ganz großes Thema. Heute haben wir so schönes Wetter. Du sagst, es ist der häufigste Krebs, ja. Hast du mir gerade erzählt. Ja. Hautkrebs ist extrem häufig, ist häufiger als alle anderen Krebsarten zusammen. Jeder Fünfte bekommt im Laufe seines Lebens Hautkrebs. Das ist sehr schrecklich. Und deswegen ist das natürlich ein Riesenproblem der Volksgesundheit. Mhm. Woher kommt das? Was denkst du? Das kommt in erster Linie von der Sonne. Mhm. Es ist halt so, dass wir mehr Freizeit haben als früher, dass wir viele Outdoor-Aktivitäten machen, ja, von Tennisspielen, Golfspielen, Segeln, Skifahren und so weiter. Alles spielt sich im Freien ab. Und wir haben ein gewisses UV-Konto. Jede Haut hat ein gewisses UV-Konto, das man befüllt. Und wenn das überschritten wird, dann gibt es halt irgendwann bösartige Veränderungen. Und diese spielen sich leider natürlich in der Regel dort ab, wo die Haut offen getragen wird. Das heißt, im Gesicht und an den Händen. Dort entsteht das meistens und kann zu schweren Entstellungen führen. Das ist grauenhaft. Jetzt haben wir auf deiner Party, auf deiner wunderbaren Eröffnungsparty hier, eine Dame ja getroffen, ich habe gerade schon erzählt davon, die war so begeistert und die hast du so schön wiederhergestellt. Wie machst du das? Ja, das Ziel ist heute nicht nur, die Tumoren vollständig zu entfernen, sondern das Ziel ist auch, die unter Einsatz aller heute zur Verfügung stehenden Maßnahmen wie Operationen, Laser, Radiofrequenz, Chemical Peeling und so weiter, die
Situation wieder so herzustellen, wie es vorher war. Das heißt, dass man möglichst nichts sieht. Und das gelingt in den allermeisten Fällen heute auch bei großen Tumoren schon. Aber du nimmst ja ganze Teile weg aus dem Gesicht. Ja, also mal entstehen teilweise große Defekte, die man wieder ersetzen muss. Das macht man durch Verschiebung der Haut, dann durch Narbenbehandlung, dann durch Lasertechniken, durch Lichtbestrahlung, durch Chemical Peeling und so weiter. Auch die ganzen Vorstufen werden dann meistens mit entfernt. Und in der Regel gelingt es heute, den Zustand zum einen zu heilen, also sehr gut zu behandeln, und zum anderen auch ein sehr gutes ästhetisches Ergebnis herzustellen. Gibt es irgendwann den Punkt, wo es zu spät ist beim Hautkrebs? Ja, gut, wenn. Früher war das ja so, oh Gott, das ist eine ganz furchtbare Diagnose. Da muss man differenzieren. Es gibt ja den schwarzen und den weißen Hautkrebs. Der schwarze Hautkrebs ist natürlich ungleich gefährlicher, weil er früh metastasiert. Wenn die Metastasierung einmal eingetreten ist, dann wird es schon sehr problematisch. Mhm. Es gibt zwar heute auch neue Medikamente, wo man sozusagen die ganze Sache aufhalten kann, aber eine Heilung ist dann eigentlich nicht mehr möglich. Beim weißen Hautkrebs, der metastasiert in aller Regel nicht, aber er macht große Zerstörungen. Der kann zum Beispiel am Auge und an der Nase zur Störung von Auge und Nase führen und bis in den Knochen, bis in den Schädel hineinwachsen, bis ins Gehirn hineinwachsen. Und da darf man halt nicht zu lange warten, sodass die Operation dann nicht zu groß und nicht sehr aufwendig wird. Das heißt, was ist deine Empfehlung, wenn es jetzt so schön sonnig ist oder man auf die Malediven muss oder wir müssen ja alle immer ein bisschen in Urlaub? Was mache ich denn? Na, es gibt ja, er muss ja nicht auf seine Freizeitaktivitäten verzichten, aber es gibt ja heute sehr gute Lichtschutzmittel und mit sehr viel höheren Faktoren als früher. Und wenn jemand sich stundenlange der Sonne aussetzt, dann muss er halt einen Faktor 30 bis 50 nehmen, und dann kann man sich auch wirklich gut schützen. Und darüber hinaus sollte man auch wegen der Häufigkeit des Hautkrebses auch wirklich regelmäßig zum Hautarzt gehen und das anschauen lassen, weil die Hauttumoren oft sehr unspektakulär anfangen. Die sehen aus wie ein kleiner Pickel oder sie sehen aus wie eine kleine Wunde, die nicht abheilt, wo wieder ein kleiner Schuppen daherrt, und werden oft missdeutet. Ja, werden sogar auch vielleicht vom Hausarzt dann missdeutet, weil man das vielleicht auch nicht so kennt. Und damit verliert man viele wertvolle Zeit. Und wenn man sich einmal im Jahr vom Hautarzt anschauen lässt, dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass dann auch Frühformen so früh entdeckt werden, dass sie mit einer kleinen Maßnahme zu entfernen sind und keine Riesenoperationen erforderlich sind. Das heißt, du untersuchst den ganzen Körper dann? Dafür hast du aber Geräte wahrscheinlich. Ne? Ja, also wir suchen die natürlich nicht nur mit dem bloßen Auge, sondern wir haben eine ganze Palette von modernen Geräten, wo man in die Haut hineinschauen kann, wo man die Zellen analysieren kann und dann mit sehr hoher Sicherheit auch sagen kann, ob da was bösartig oder beginnend bösartig ist oder noch nicht. Hätte ich jetzt auch gleich Lust, dass ich das mache bei mir. Oh Gott, wir sollten das alle machen. Jetzt sitzen wir hier vor der Agnes. Ja. Ein völlig neuartiges Programm, das bei dir schon heiß läuft. Hier sitzen lauter Menschen, die sich was machen lassen jetzt seit Neuestem. Also man kann verschiedene Sachen machen. Man kann zum Beispiel kleine Fettdepots einschmelzen, zum Beispiel hier am Doppelkinn oder hier diese kleinen Hamsterbäckchen, die ja viele Menschen hier haben. Oder auch zum Beispiel an den Knien. Also kleine Fettdepots kann man einschmelzen mit 6 mm langen Nadeln. Die Nadeln haben wir ja vorher gesehen. Die werden reingesteckt. Die sind zur Hälfte isoliert mit Teflon, sodass die Haut nicht mit erhitzt wird. Und dann gibt es einen kurzen Stromimpuls, den man mit dem Fußschalter auslöst. Und dann erwärmt sich das umliegende Gewebe um die Nadel herum auf 80 Grad. Dadurch wird das Fett eingeschmolzen und das läuft dann richtig als Öl gleich raus. Ja. Das ist mal die eine Funktion. Die zweite Funktion mit etwas kürzeren Nadeln, die sind 0,4 oder 0,8 mm lang, wird die Nadeln in die Haut reingesteckt und dann auch kommt der Stromimpuls wieder. Dann wird die Haut bzw. die Lederhaut, die also unter der Haut, unter der Oberhaut ist, auch auf 80 Grad gewärmt. Dadurch ziehen sich die Kollagenfasern zusammen. Das heißt, die Haut strafft sich sofort. Das kann man unmittelbar nach der Fettentfernung machen, sodass man dann beide Funktionen hat. Zum Beispiel hier am Truthahnhals. Ne? Es wird erst das Fett eingeschmolzen und dann die Haut zusätzlich gestrafft. Ja? Und wie schnell geht das? Was stelle ich mir da vor? Man sieht einen Soforteffekt, aber sagen wir mal, der Hautstraffungsprozess dauert circa 6 bis 8 Wochen. Deswegen macht man in 8 Wochen Abstand nochmal eine zweite Behandlungssitzung, sodass dann der Effekt auch dauerhaft ist. Und das bleibt tatsächlich so? Das bleibt. Das ist ja unglaublich. Du hast uns jetzt gerade noch ein Video gezeigt, ne, das wir hier jetzt nicht zeigen können. Die Patientin will natürlich auch nicht gesehen werden. Die hatte hier diese extremen Bäckchen, also so oben fast schon so wie Wulste oben aufsitzen. Das haben ja ganz viele Menschen. Ja. Die waren weg. Ja, also die waren wirklich, man weg. Das ist in Sekunden weg gewesen. Eine schwierige Indikation, weil das haben tatsächlich viele Menschen. Und unterhalb der Lider sozusagen hier, die Amerikaner nennen das Malar Bags, also die Wangen.
Taschen sozusagen, Malabags. Und die kann man bisher nur operativ beseitigen, meistens mit Narbenbildung. Und das geht eben mit dem Arktis-Gerät jetzt auch so, indem man da zwei Behandlungen im Abstand von 8 Wochen macht. Und dann ziehen die sich zusammen und schrumpfen. Das Lymphgewebe, das Fett, was drin ist, und die Haut ziehen sich zusammen und dann liegt das wieder schön glatt an. Dann hat das Agnes noch eine dritte Funktion, was die ursprüngliche Indikation war, wofür das Gerät entwickelt wurde, nämlich die Behandlung der entzündlichen Akne. Mhm, und zwar Akneknoten und Aknepusteln. Da gibt es eine feine Elektrode, die man ins Zentrum der kleinen Pustel einsticht und dann kommt der Stromimpuls, der wieder die Teigdrüse auf 80 Grad erwärmt. Dadurch werden zum einen Fettteig, der drin ist, eingeschmolzen, der läuft als Öl dann raus, dann werden die Bakterien abgetötet und die Entzündungszellen werden auch sozusagen abgetötet, kann man sagen. Und das Ganze wird am nächsten Tag in Form eines kleinen Pfropfes ausgeschleust. Dann wird die Haut ausgereinigt am nächsten Tag nochmal und dann sind die Pusteln weg. Und zwar dauerhaft? Ohne Medikamente. Und du hast vorher gesagt, in 2 bis 3 Tagen ist es erledigt mit der Akne. Ja. Also man macht eine Behandlungssitzung, am nächsten Tag die Ausreinigung. Und das Erstaunliche ist, nach einigen Tagen sieht man wirklich nichts mehr und das ohne Medikamente. Und das sind Akneformen, wo man sonst auch starke innere Medikamente gebraucht hat. Ja? Mhm. Das ist erstaunlich. Also, und eine Befreiung für diese Menschen, weil die ja bislang waren dann nichts zu machen. Ne? Ja. Du empfiehlst dann anschließend nochmal mit dem Laser, verschiedenen Lasern, diese Haut, weil die Narben bleiben natürlich trotzdem? Oder sind naja, wenn die entzündliche Akne so gravierend war oder so lange bestanden hat, dass tatsächlich kleine Narben entstanden sind, dann muss man nach Abheilung der Akne die Narben noch extra behandeln. Dann gibt es halt verschiedene Lasertechniken, womit man die Haut schon wieder sehr glatt bekommt. Was aber wirklich ganz herausragend ist und wo er schon eine Alleinstellung hat, würde ich jetzt mal sagen, sind Augen. Ich habe mir meine Augen hier aufmachen lassen und sie sehen wirklich ganz natürlich aus. Ich habe tatsächlich oben und unten straffen lassen. Man sieht das nicht. Ja, mit diesen modernen Lasertechniken, die wir hauptsächlich anwenden, kann man blutungsarm oder blutungsfrei arbeiten, sehr präzise arbeiten und man kann insbesondere auch die Unterlider so straffen und zwar so stark straffen, dass sie ein Leben lang halten. Ja, fantastisch. Gell? Also bei mir ist es ja auch schon bestimmt einige Jahre her und es war völlig schmerzfrei, muss ich jetzt sagen, also wirklich völlig schmerzfrei. Und ich hatte auch sonst keine großen Beschwerden dadurch. Ne? Ja, gut, man muss schon sagen, dass nach den Lasern der Unterlider die Haut eine ganze Zeit lang noch gerötet ist. Man muss das also eine ganze Zeit lang abdecken, was normalerweise aber kein großes Problem ist. Aber dafür ist der Effekt auch sehr stark und sehr anhaltend. Also Augen hierher.